Gier, Wut und Dummheit sind etwas, vor dem man sich hüten muss. Wenn Schlimmes geschieht, dann hängt es, genau gesehen, immer mit diesen drei Eigenschaften zusammen. Ein Leitspruch aus Hagakure hinter den Blättern von Yamamoto, Tsunetomo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Schlachtkommentar aus Shogun 2 Total War. Wir haben hier ein 3 gegen 3 und zwar spielen hier Red Tiger, Airborne und Wüstenfuchs gegen Cobra, Himuri Kenshin und Retroface auf der Karte Reisfelder. Red Tiger, Airborne und Wüstenfuchs sind alle drei sehr, sehr gute Ruse-Spieler und hier versuchen sie sich also mal an Shogun 2 Total War und schauen wir uns die ganze Sache doch mal an. Als erstes kommen wir zur Armee von Red Tiger oder Red Tiger, wie er jetzt hier geschrieben wird neuerdings. Er hat erstmal hier vorne, sieht man gleich, zwei Kisho-Ninja mitgenommen. Und zwar sind beide Level 6 und recht gut gewettet oder sehr gut gewettet sogar auf Nahkampfwerte. Also das sind richtig starke Nahkämpfer. Dann hat man vorne Naginata Begleiter nochmal 3 Stück. Dahinter dann Katana Samurai Level 3, Level 1 und Level 3. Nochmal kurz als Information. Für alle, die es nicht wissen, Katana-Samurai in so einer langgezogenen Formation aufzustellen, bringt gar nichts. Die werden dann viel zu schnell zerstört. Man muss die schon mindestens in der Zweierreihe stehen haben. Besser in der Dreierreihe, damit sie einen besseren Ansturm kriegen. Aber hier scheint die Einheitengröße auf Mittel zu sein. Deshalb auch nur 66 Männer bei den Katana-Samurai. Vielleicht sind die aber auch schon beschädigt von der vorherigen Schlacht. Genau, normalerweise 80 Mann, diese Einheit also nur 66 Mann. Und dahinter ist dann noch eine Reihe mit Naginata-Kriegermönchen. Die sind auch so um die Level 4. Und dann hier eine Luxuseinheit, die Toten, die Marathonmönche, Level 9. Okay. Dahinter dann Cookie Meiru, die Leibwache des Avatars. Und zwar Level 3, aber ich schätze mal sicherlich nicht Bronze, sondern Silber oder Gold. Vielleicht kann mich da Red Tiger dann aufklären in den Kommentaren. Gut, dann kommen wir zur Armee von Airborne. Der hat hier Lehnsschwert Ashigaru Level 1 an der Seite, dann Yari Ashigaru vorne. Dann Naginata Samurai Level 2, Yari Ashigaru und Nodachi Samurai ungewettet. Naginata Kriegermönche Level 5, schon mal recht gut. Katana Samurai Level 4, Yari Ashigaru den General. Hier nochmal Naginata Samurai Level 2, Katana Samurai Level 3, Naginata Kriegermönche Level 5 hinten, Katana Samurai. Und ja, das war's dann schon. Und das heißt, Airborne bringt hier eine ziemlich durchmixte Armee, die ich jetzt mal eher als Anfängerarmee bezeichnen würde. Einfach, das hat ja nichts mit Airborne zu tun, aber das sieht man einfach, weil die Armee von der Grundstruktur jetzt erstmal einfach zusammengewürfelt ist, nämlich Speereinheiten, um irgendwie die Schwerteinheiten zu schützen. Aber an Kavallerie sehe ich da nichts und das wundert mich jetzt gerade schon sehr. Ich sehe sowohl bei Red Tiger als auch bei Airborne im Moment keine Kavallerie. Haben sie sich da wohl geeinigt, ohne Kavallerie zu spielen? Anscheinend nicht. Aber beide verwenden keine Kavallerie, sind sehr weit links, dafür auf der rechten Seite etwas abgesondert Wüstenfuchs, der hier für sich allein kämpfen muss und der hat hier Hanzos Schatten mitgenommen, eine Elite-Ninja-Einheit, die wir hier mal bewundern können, mit einem Totenschädel-Ninja oder was auch immer das ist, so ein Teufel-Ninja hier in ihren Reihen. Also hier eine kleine Ninja-Einheit beim Schrein. Beim Moralschrein und ansonsten hat er dann als Armee mitgenommen. Naginata Begleiter 2 Stück vorne, dann hier nochmal. Die wurden ja im letzten Patch genervt. Dann hat er nochmal Bogen Ashigaru, Katana Samurai, Naginata Begleiter, Katana Samurai und Katana Samurai. Und dann hat er noch berittene Naginata Krieger mitgenommen. Also das ist eine Einheit, die ich eigentlich nie empfehlen konnte, aber vielleicht wurde die ja ein bisschen gebufft, keine Ahnung. Krieger. Und dann noch eine Einheit Yari Kavallerie. Oder vielleicht sogar zwei Einheiten Yari Kavallerie, genau. Jo, das ist die Armee von Wüstenfuchs. Alles in allem sind das Armeen, die durchaus Mängel aufweisen. Mir gefällt die Armee von Red Tiger hier am besten, aber vielleicht sind die Spieler auch noch nicht so erfahren. Gut, sie haben hier gegen sich auch Spieler, die mit ziemlich viel aufwarten. Jedenfalls der Gegner von Wüstenfuchs hat ziemlich viel. Und zwar hat er eine Ashigaru-Armee genommen mit Bogen-Ashigaru. Bildet er so eine Noob-Box, hat davor seine Speereinheiten gepackt, nämlich Yari-Samurai. Und ansonsten alles mit Bogen-Ashigarus zugepflastert und leichter Kavallerie. Naja, also da hat Wüstenfuchs mit seiner Armee vielleicht doch eine Chance. Dürfte ziemlich interessant werden, das Aufeinandertreffen dort. Hier sehen wir von Himura Kenshin nichts, außer seinem Katana-Helden. Und der ist Level 9 und ziemlich stark natürlich. Und dem General So Taisho Oyama. Japanisch ist nicht meine Stärke, also wenn ich das falsch ausspreche, tut es mir leid. Das ist ein General, der auch noch nicht so weit geskillt wurde.
Gut, dann hier der Gegner von Red Tiger bringt als Kavallerie mit berittenen Naginata-Krieger, den General und berittenen Naginata-Krieger. Dann an der Flanke nochmal Bogenkavallerie und Bogenkavallerie. Also wir sehen jetzt schon, es wird kein Pro-Match, aber das sind sehr gute Roost-Spieler und dadurch haben sie taktisch leicht was drauf. Und das könnte trotzdem interessant werden, weil die Spieler hier auf alle auf einem Niveau zu sein scheinen. Gut, Bogen Ashigaru, dann noch drei Stück vorne, alle drei wohl Level 5. Allerdings ohne Range Upgrade, das ist schlecht. Also wenn man schon alle drei auf Level 5 macht, dann doch bitte mit Range Upgrade. Dazu dann noch Kriegernon, den Zetsubou Kriegermönchsheld, Longyari Ashigaru und Katana Samurai Level 1 und nochmal Katana Samurai Level 1. Jo. Das war's, was ich mich übrigens schon immer gefragt habe. Vielleicht kann mir das einer mal erklären. Diese Katana Samurai zum Beispiel sind ja richtige Samurais mit Rüstung. Und dann läuft da so ein Ashigaru-Typ mit so einer Ashigaru-Mütze und so einem Banner rum. Also warum sind die Unteroffiziere, also die Flaggenträger, die Bannerträger, warum haben die so eine Ashigaru-Ausrüstung, so eine Bauernausrüstung? Vielleicht weiß das einer, vielleicht hat das ja irgendeine symbolische Bedeutung. Ich würde sagen, wir starten mal rein in die Schlacht. Und ja, ich könnte den Sound schon etwas aufdrehen. Fällt mir da auf. Also da wollen wir doch mal nicht zu viel sparen. Einfach mal den Master Sound ein bisschen hochdrehen. Sonst hören wir ja gar nichts vom Spiel. Ja, die Grafik ist wie gesagt sehr schön. Ich kann auf Ultra spielen und flüssig hier aufnehmen. Mehr als 40 FPS lohnt sich eh nicht aufzunehmen. Das geht durchs Rendern und auf YouTube dann eh verloren. Also braucht ihr nicht mit 130 FPS aufnehmen und das Video unnötig groß machen. An alle, die da draußen auch Videos machen. So, die Bogenkavallerie von Cobra stürmt hier schon mal ganz schön vor. Und ja, leicht scheint es hier dann schon minimal zu laggen, aber es ist nicht schlimm. Ja, und jetzt kommt auch die Armee von Himura Kenshin zum Vorschein und der spielt hier eine Naginata-Monk-Armee, die durch Katana-Samurai nochmal unterstützt wird. Eine absolute Elite-Nahkampf-Armee. So, jetzt können wir uns vielleicht mal diese interessante Begebenheit anschauen. Wir sehen schon gleich einen taktischen Zug von Cobra, der hier mit seiner Bogenkavallerie die Armee von Red Tiger hier bündeln will, neben diesem Schwert-Dojo, und mit der linken Seite dann hier Airborne in den Rücken fallen will. Klassische Reaktion von Airborne, wenn das richtig macht, und Red Tiger wäre jetzt, dass Red Tiger hier rüber pusht und Airborne sich hierhin zurückzieht. Dadurch kommt der Spieler dahin, sie können beide dort durch und gleichzeitig hier defen. Was aber dann bedeuten würde, dass Wüstenfuchs völlig isoliert ist und die Hälfte dieser Armee zu Wüstenfuchs rüber könnte. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Denn Airborne scheint da sehr selbstbewusst zu sein und rückt hier erstmal vor. So, klar, natürlich auch ganz wichtig, dass Red Tiger jetzt hier durchrückt, damit diese Taktik nicht so aufgeht. Und Cobra stellt sich jetzt auch direkt schon hier auf, will ja mit seinen Bogenschützen auch ein paar gute Schüsse abbekommen, hat eine Einheit Banditen damit dabei. Und naja, da will er natürlich Kills machen, schießt aber auf die Naginata-Begleiter, typischer Anfängerfehler. Und jetzt hier kommen die Ninjas schon angerannt, da geht die Action bereits los. Die Kisho-Ninjas, und zwar Tempo-Ninjas, heißen die, und Red-Ninjas, sind auf dem Weg zu den Bogenschützen, kommen da jetzt angerast und gehen jetzt in den Nahkampf gegen die Bogenschützen. Epische Situation. Und da geht's auch schon los. Die Katana-Samurai haben die Ninjas entdeckt. Super Reaktion vom Gegner. Und die Ninjas rennen rein in die Katana-Samurai, während die Bogenschützen noch ihre letzten Salven abgeben können. Die Naginata-Begleiter treffen bereits bei den Longyari-Ashigaru ein. Da gab es gerade einen Teamkill der Bogenschützen, wie wir sehen können. Und ja, der Mann hat gleich zwei Pfeile abbekommen von seinem eigenen Team. Wird ihn nicht sehr freuen. Red Tiger hat Sammeln aktiviert, hat jetzt praktisch die Hälfte der gegnerischen Armee jetzt schon gebündelt mit seinen Ninjas und kann jetzt in den Rest mit seinen Elite-Einheiten reinrennen. Das wird kein Problem werden. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt hier Bogenkriegermönche Level 9 mit 200er Range. Die können bis dahinter zum General schießen, der jetzt gleich zwei Männer und zwei Pferde verliert. Die Feuersalve hat gesessen und der General sieht sich gezwungen, sich etwas zurückzuziehen. Sicherlich keine falsche Entscheidung. So, Red Tiger, bei dem kommt es jetzt natürlich auf den schnellen Ansturm an, dass das da alles klappt. Himuri Kenshin hat jetzt hier noch Kavallerie mit dabei, mit der jetzt hier helfen könnte. Und da kommt es jetzt drauf an, dass die Einheiten von Red Tiger, die Naginata-Einheiten vor allem, einen Kavallerieangriff von hinten überleben. Sehr schön, Red Tiger richtet sich hier auch nach der Kavallerie aus, versucht da auch seinen General geschützt zu halten, ja. Huiuiui.
aber er kann natürlich an der Hauptfront ganz locker durchbrechen durch die Einheiten des Gegners. Zieht jetzt auch seinen General auf die rechte Seite, weil er da sieht, okay, da ist er sicher. Hier auf dieser Seite geht noch nicht so viel vor sich, deshalb bleiben wir hier mal auf der linken Seite. Jetzt hat Red Tiger Kavallerie im Rücken. Himuri Kenshin kann aber auch kaum reinrennen, denn die Armee von Red Tiger ist eine absolute Elite-Armee. Da ist jeder Punkt so stark, dass ein Kavallerieangriff natürlich verheerend wäre, solange die Einheiten nicht schon im Kampf befindlich sind. Und das sind sie nicht, weil Cobra hier praktisch versucht, Hit and Run zu machen mit seinen Bogenschützen, was natürlich kläglich fehlschlägt, weil deren Moral, obwohl Sammeln aktiviert ist, jetzt schon im Boden ist. Das heißt, Cobra ist da an der Stelle schon vernichtet. Jetzt hat Airborne den Kampf eröffnet und muss jetzt hier sich erstmal mit Katana Samurai Level 9 begnügen, die hier wegmetzeln kann. Und da verlieren seine Männer natürlich auch einiges, aber jetzt hat der General Sammeln aktiviert und jetzt kann er an breiter Front angreifen, hat er den wesentlich besseren Ansturm erwischt und wird die Sache für sich entscheiden können. Gleichzeitig kann Red Tiger ja von der Flanke mithelfen und Himura Kenshin hat seine Kavallerie bisher nicht nutzen können. Jetzt ist die Kavallerie hier hinten am Kämpfen gegen die Kavallerie von Wüstenfuchs, der seine Kavallerie hier rübergebracht hat. Und da sieht es nicht gut aus für die Kavallerie von Himura Kenshin. Obwohl der hier eine Yari-Kavallerie Level 9 dabei hat Wüstenfuchs hier doch den besseren Ansturm erwischt mit seiner überlegenen Kavallerie, die an der Masse wahrscheinlich überlegen war. Und dadurch wurden die Gegner auf dieser Flanke schon mal vernichtet. Und jetzt geht's hier los. Jetzt gibt es hier einen Angriff der berittenen Naginata-Kavallerie, die jetzt hier diese Bogen Ashigaru charged und die verlieren dabei sehr, sehr viele Männer. Ein effektiver Charge, weil jetzt die Einheiten vorrücken können. Gleichzeitig gab es hier jetzt verheerende Gefechte schon, die ich leider verpasst habe. Es gab auch viele Pfeile, die hier geflogen sind, wie wir sehen können, im Boden. Und auch weiterhin wird geschossen. Ich glaube, das war einfach ein Bogengefecht im Moment. So, und jetzt rennen die Begleiter zusammen mit den Katana-Samurai hier rein in den Gegner. Retroface muss sich jetzt hier eines heftigen Angriffes dieser Elite-Einheit, die ich vorhin erwähnt habe, erwehren. Und zwar versuche ich die jetzt mal ausfindig zu machen. Hier schlagen die Raketen ein. Mir ist immer noch nicht klar, von wo die eigentlich kommen gerade. Die können ja auch nicht von hier hinten irgendwo geworfen werden. Ich habe keine Ahnung, der General ist jedenfalls da, Sammeln ist auch aktiviert. Und da sind die Einheiten Hanzos Schatten, stehen da hinten und werfen eine Salve nach der anderen. Und da wurde sogar ein gegnerischer General, der Himuri Kenshin, stark in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt kommt nochmal die Kavallerie von Wüstenfuchs zurück. Gleichzeitig ist Red Tiger jetzt über die gesamte Map durchgerückt, hilft jetzt hier zusammen mit Airborne gleich Wüstenfuchs aus, der die Lage super hält. Mit seinen Einheiten, meiner Meinung nach seiner Armeewahl allerdings nicht so optimal gegen die gegnerische. So viel Elite, die aber gar nicht so gut gepanzert ist, da ist natürlich so eine Ashigaru-Masse nicht schlecht gegen. Aber er hält sich super mit seinem Sammeln und wird die Sache da auch reißen können, zumal jetzt eben Red Tiger hinzukommt. Und dass Airborne da mitrennt, ist eher unnötig. Der könnte sich jetzt nochmal um die Reste von Cobra kümmern, die da auch noch einiges an Schaden anrichten mit der Bogenkavallerie und den Banditen. Also so zu Ende ist die ganze Sache nicht, aber gewonnen haben sie die Sache schon mal. Jetzt werden natürlich diejenigen, die jetzt schon alle Schlachtkommentare gesehen haben, bei mir sagen, das war jetzt aber mal wirklich keine Pro-Schlacht. Klar, es war keine Pro-Schlacht, aber es war trotzdem eine interessante Schlacht, die vielleicht dem einen oder anderen wieder mal was gezeigt hat. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier Shoutcaster bin und nur Pro-Schlachten kommentieren will. Es soll ja wirklich auch was für euch sein. Und ich will halt auch, wenn ich so ein Replay bekomme, dieses Replay kommentieren. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Fehler aufzeigen, ein paar taktische Sachen aufzeigen. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der, wenn er eine Schlacht sieht, einfach nur Fehler aufzählt. Das ist mir zu blöd und das ist auch nicht das Schöne an der Schlacht, die Fehler. Das Schöne an der Schlacht sind die guten Sachen und da haben sie jetzt hier wirklich mehr als genug geliefert, die drei in dem Team, Airborne, Wüstenfuchs und Red Tiger. Und deshalb muss ich da ihnen meinen Respekt zollen. Man hat gesehen, sie sind noch keine so ultra erfahrenen Spieler in dem Spiel, aber sie haben ihre Sache wirklich gut gemacht dafür und ich denke mal, auf dem Niveau hat jeder mal angefangen und wenn er auf dem Niveau schon so gut war, kann er sich wirklich glücklich schätzen. Die Sache ist nämlich die, wenn man ein Strategiespiel kann oder wenn man viele Strategiespiele spielt und in einem sehr gut war, dann fallen einem auch die anderen sehr viel leichter. Ich persönlich spiele gerade zum Beispiel wieder ein bisschen StarCraft 2 und ich kenne das natürlich vom Makro in- und auswendig aus ganz, ganz vielen Videos und aus ganz, ganz vielen Livestreams auch. Aber wenn man das dann selber spielt, dann merkt man erst, wie schwer das ist. Und so leicht das hier aussah, das war eine absolut solide Schlacht von den dreien hier, von Red Tiger, Airborne und Wüstenfuchs. Und deshalb kann ich da wiederholt nur meinen Respekt ausdrücken und möchte darauf verweisen, dass natürlich auch wieder Pro-Schlachten kommen.
Jetzt gibt es hier noch ein bisschen blödes Hit-and-Run von Cobra, der mit seiner Bogenkaff natürlich noch den maximalen Schaden erreichen will. Die Kisho-Ninjas kommen nicht ganz hinterher. Ja, manche Spieler brauchen sowas, manche müssen dann halt noch 3 Stunden mit ihren Einheiten kiten und so viele Kills wie möglich machen. Ist ein bisschen schade, aber geht die Welt auch nicht von unter. Jetzt ist die Leibwache des Avatars hier reingerannt, die eigentlich kein Nahkampfgeneral ist, aber der schlägt sich so gut. Und jetzt kommen auch noch Naginata-Begleiter von Wüstenfuchs hinzu, dass die gesamte Bogenkavallerie dadurch vernichtet wurde. Ebenfalls macht der General die Naginata-Kavallerie da platt. Und ja, jetzt rennt der General von Cobra auch noch rein. Die sämtlichen Einheiten werden gecharged. Und damit ist die Schlacht vorbei. Ich bedanke mich fürs Einsenden des Replays. Replays wie immer an vergissdasnicht@web.de, alles klein und zusammengeschrieben. Einfach als Anhang anhängen. Ich kann nicht garantieren, dass ich sie kommentiere, aber ich schaue sicher mal irgendwann rein, wenn auch in einem Jahr. Ist auch schon vorgekommen, dass das ein Jahr gedauert hat. Aber ich schaue rein und dann kommentiere ich es auch. Und die Schlacht war jetzt relativ frisch eingesendet, aber warum nicht? Ich kann da eh nicht fair sein mit den Einsendungen und deshalb schaue ich mir an von Leuten, bei denen ich die Namen kenne und weiß, dass sie gute Schlachten abliefern. Da schaue ich dann natürlich auch lieber rein. Gut. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dreimal hintereinander. Euer General Pilofan.